Willkommen zurück, Leute, zu Sonic Generations. Wir befinden uns im Finale. Shit. Finale, Alter. Das ist heftige Scheiße. Denn jetzt müssen wir die Emeralds reinpacken. Da weiß ich noch ganz genau, dass ich beim ersten Let's Play auf der PS3 funktionierte das aus irgendeinem Grund nicht. Der eine packte sich nicht rein. Bei mir. Das weiß ich noch. Da hat sich einer nicht reingepackt. Dieser hier zum Beispiel, der packt sich da jetzt... Okay, da, wenn ich mal immer da so dran vorbei huscht, tut er sich da rein. Das ist ja interessant. Nee, da hatte ich echt Probleme mit. Da musste ich sogar bei irgendjemand anderen ins Let's Play gucken, um herauszufinden, wie man das macht. Oder in so ein Walkthrough. Ja. Echt peinlich. Dabei, das ist leicht. Natürlich ist das leicht. Aber wenn das Spiel der Meinung ist, nee, du kannst mich mal... Du tust sie da jetzt nicht rein, dann, ja, hast Pech gehabt, ne? Dann tust du sie da auch nicht rein. Oh, nee, ich will nicht in die Richtung. Ich will nicht... Oh, Mann, das geht ja vielleicht auch so. Jupp. Der packt dich hoch genug. Yay. So schnell. Das macht Spaß. Das ist wahnsinnig schnelles Gameplay. Genauso wie man es bei Sonic halt haben will, ne? Das ist eine gute Sache, gute Sache. So. Jetzt sollte es nur noch der eine sein. Und dann, ey. Völlig unproblematisch. Wunderbar. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte jetzt wirklich, das könnte mir so ein bisschen das Genick brechen. Und guckt mal, wie viele Missionen man machen könnte. Wir haben 3 von 45 und Akt 2 6 von 45. Also da könnte man... Nein! Nein, er hat ihn nicht reingetan. Shit. Jetzt bin ich runtergefallen und muss das alles nochmal von vorne machen. Also, was heißt alles von vorne? Ich muss zumindest hier nochmal komplett hochfahren. Oh. Das könnte man doch tatsächlich als ein... Wow, Gott sei Dank. Als ein bisschen nervig könnte man das bezeichnen. Es wäre jetzt sehr schön, Sonic, wenn du den da gleich reintust, wenn ich da dran springe. Tust mir den Gefallen. Ich meine, so viele Möglichkeiten habe ich hier echt nicht, mich irgendwo hinzustellen. Also musst du das im Sprung erledigen. Es hilft halt nichts. Yes, Gott sei Dank. Boah, das wird angezündet. Das sieht ja so krass. Und dann springt es auf, oder wie ist das? Ach, und die Emeralds kriege ich auch alle wieder. Na gut. Dann wollen wir da mal rein, ne? Das Finale steht an. Okay, du komisches Ding. Wenn du keine peinliche Niederlage willst, dann gib lieber gleich auf. Du hast hier überhaupt nichts zu melden, du blödes kleines Nadelkissen. Eggman! Aber wie? Er hatte ein wenig Hilfe. Dr. Robotnik! So nennt mich niemand mehr. Ob du das wohl bitte erklären könntest, höchst genialer Dr. Eggman aus der Zukunft? Es wäre mir eine Ehre, hochwohlgeborener Dr. Eggman aus der Vergangenheit. Nach meinem letzten Rückschlag stolperte ich über die Urversion dieser einzigartigen Kreatur. Ich fand an ihr fantastische Fähigkeiten, die selbst ich niemals meistern konnte. Sie konnte Zeit und Raum auslöschen. Schließlich kam mir die brillante Idee, meine bisherigen Niederlagen damit einfach ungeschehen zu machen. Um sie zu perfektionieren, brauchte ich jemanden, der so genial war wie ich. Nur einer kam in Frage. Ich selbst! Oh, das ist zu gütig, geschätztes zukünftiges Selbst. Ich half natürlich gern. Ich fing eure Freunde und wirbelte sie durch die Zeit als Köder für meine Fallen. Je mehr dein Monster durch die Zeit reist, desto mehr Schaden nimmt die Welt. Die Welt? Wenn ich mit Sonic fertig bin, wird die Welt mir gehören. Wow, werde ich wirklich so verrückt?
Wir werden sehen, wer hier verrückt ist, wenn ich beide Sonics zerstört habe. Für immer. Du meinst, wenn wir sie zerstört haben, weniger schwafeln, mehr zerstören. Mich zerstören? Ihr mit euren komischen Bärten? Die ganze Zeit habe ich dich allein erledigt und jetzt sind wir zu zweit. Dann habe ich doppelt so viel Spaß an eurer Zerstörung. Lauf weiter! Rennt so viel ihr wollt! Ich stampf euch trotzdem zu blauem Brei! Das war erst der Anfang. Macht euch auf euer Ende gefasst. Du schaffst das, Sonic. Mach schon, Sonic. Verprügel ihn. Nicht ihr. Du schaffst das, Sonic. Du schaffst das, Sonic. Wer ist das? Vollkommen unwichtig. Du hast die Kraft, Sonic. Konzentriere deinen Geist. Wir stehen hinter euch. Ich glaube an dich, Sonic. Gib nicht auf, Sonic. Ich weiß, du schaffst es, Sonic. Du gewinnst, Sonic. Genau wie immer. Zeit für Dr. Rührei. A la Super Sonic. Yay, Super Sonic Action, cool. Und da ist er, der finale Boss. Das ist so ein Rätsel für sich. Der Time Eater, boah. Fuck. Ich hoffe aufs Beste. Ja, ich höre dich. Hoffen wir mal, dass ich den besiege, ne? Ich muss da irgendwie rankommen. Das ist so das Ding. Und das müssen wir jedes Mal machen. Und wir müssen unbedingt ganz, ganz dringend Ringe einsammeln. Und wir können switchen hier zum 2D-Sonic. Wenn er drin oder draußen ist, je nachdem. Muss man mal gucken, wo er gerade ist. Jetzt ist er wieder draußen. Und wir müssen, wie gesagt, unbedingt Ringe haben, denn im Super Sonic-Modus verliert man natürlich stetig Ringe. Okay, muss ich das? Das ist echt so ein Rätsel, dieser Typ. Kommt man dem überhaupt näher oder nicht? Oder. Sind so die Geheimnisse des Lebens, sind da, die man nicht so ganz kommt. Eins davon ist halt dieser Boss. Na, wobei. Ich glaube, das sieht so verkehrt, sieht das gerade gar nicht aus, wenn ich mal nach unten ein bisschen komme. Oh ja. Ran da! Sonic, ran da! Wieso gehst du nicht ran? Immer mal hin! Hin! Nicht weg! Greif ihn an! Please! Sonic, please! Fuß einfach! Wo ist denn das Problem? Ja, okay, er greift mich an. Ich bin doch saudicht dran. Was wollt ihr denn jetzt? Greif ihn an! Moment. Ich glaube, ich weiß es. Das ist halt auch so eine Sache, die überhaupt nicht erklärt wird. Ja, mach gut den Verfolgungsschuss. Ich brauche Ringe. Das wäre halt auch so ein Ding, ne? Oh. Hat er mich erwischt? Genau, ich kann irgendwie den anderen Sonic. Kann ich da hinschießen? Ja. Aber ringtechnisch haben wir halt echt ein Problem. Das war's gleich.
Und irgendwie kommen hier ja auch keine Ringe. Nö. Wundervoll. Es kommen keine Ringe. Ja. Schön. Gleich die ersten Ringe verpasst. Top. Aber jetzt habe ich es begriffen. Jetzt habe ich es begriffen, Leute. Jetzt sollte das kein Thema sein. Ich glaube, wenn das da nämlich gleich auftaucht, dass wir ihn anvisieren, sollte ich mal den kleinen Sonic da drauf ballern. Immer dann lasse ich mich treffen. Ich bin... Okay, nee, geht so nicht. Wofür ist denn dann der Kleine? Der Kleine bringt mir nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es leider Gottes immer noch nicht. Jetzt greif doch an, irgendwie. Tut er nicht. Oh. Fuck. Jetzt... Oh, Mann, ey, das ist ein... Das ist ein totales Glücksspiel. Was ist da drin? Ringe, 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 Ringe. Nimm doch die Ringe. Ja. Ja, okay. Und hier gleich mal Ringe. Lass doch mal Ringe aufploppen. Da, 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 da. Sehr schön, sehr schön. Das waren ein paar. Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus. Ja, schön. Ganz andere Sorgen. Ständig, ja, kriege ich die Ringe nicht? Ja, mache ich doch. Ist, wie gesagt, das ist ein Scheißboss. Also, glaube jeder, der den zum ersten Mal spielt, denkt sich hier, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Die Frage stellt man sich auch beim zweiten Mal, wenn man den hier spielt, wieder. Und man kriegt halt auch echt selten Ringe. Und wenn man sie dann bekommt, dann... Ja, wenn da mal Ringe hier irgendwann aufploppen. Oh mein Gott, Ringe. Wow. Ich habe wieder 18 Ringe. Jetzt rein da. Rein da, Sonic, rein. Du warst doch drin. Du warst doch drin, Kumpel. Du warst doch total drin. Jetzt, jetzt. Rein da. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Er ist zwar drin, aber es bringt halt nichts. Okay, ich kann das aufladen. Und dann schießt er den nach unten. Aha. Das bringt viel. Das bringt ja echt viel. Jetzt gib mir wieder Ringe. Mann. Dass ich das nicht schon wieder von vorne spielen muss. Ich werde das wahrscheinlich nur 8 Mal von vorne spielen müssen. Ja, ist ein schönes Spiel, aber die letzten Bosse sind halt echt ein bisschen scheiße. Ich glaube, das kann man ganz gepflegt so sagen. Die letzten Bosse sind echt ein bisschen scheiße. Die trüben den Spielspaß, ja. Die trüben den Spielspaß doch ganz gewaltig. Kriegst du nicht. Die kriegst du nicht. X halten. Halten, okay, ich halte. Ja, ich höre dich, Tails. Alter, halt bitte die Fresse. Mir wäre es lieber, ich könnte dich nicht hören. Deine Tipps helfen mir einen Scheiß. Von wegen, sieht nach einem Verfolgungsschuss aus. Ist mir auch klar. So. Es bringt halt nichts. Es bringt halt einen Scheiß. Ja, jetzt geh doch dort hin. Wie kriege ich dich denn... Das ist jetzt wieder nur Zufall. Das, die Kacke ist halt... Also wirklich, jetzt mal ohne Spaß, weil die Kacke ist jetzt halt einfach, dass es reiner Zufall ist, dass ich den jetzt da getroffen habe. Das ist einfach nur Zufall. Ich weiß nicht, warum ich ihn getroffen habe. Das ist das Problem. Wenn ich wüsste, warum ich ihn getroffen hätte, dann würde ich ja jetzt sagen, okay, ich habe eine Chance. Aber da ich es nicht weiß, ich will unbedingt die Ringe. Ich will die Ringe. Gib mir die Ringe. Okay, paar Ringe, ich brauch die halt. Okay. Ja. Das sieht auch schon mal ganz nett aus. Okay, aber ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier tue und... Das wird mir ganz, ganz, ganz gewaltig hier zum Verhängnis. Sieht nach einem Verfolgungsschuss. Oh, ein Verfolgungsschuss, na dann. Was machen wir denn da?
weichen einfach aus. Ich meine, diese Verfolgungsschüsse sind total irrelevant. Ob die jetzt da sind oder nicht, das interessiert doch keinen Menschen. Und wofür ist er? Wofür benutzt, kann ich den anderen Sonic benutzen? Ich weiß es nicht. Ja. So, wir kommen wieder ran. Frage ist nur, was bringt mir das? So, jetzt rein da. Geht halt nicht. Jetzt geh da rein. Jetzt geh doch da rein. Geh da rein. Geht ja nicht. Das geht halt nicht. Ich weiß nicht, wie. Oh. Okay, jetzt. Nein. Jetzt greift er mich an. Hat er nicht geschafft? Oh mein Gott, er hat es nicht geschafft. Yes. Ein zweiter Treffer. Erzähl mir nicht, dass ich mit drei Treffern durch bin. Das wäre natürlich ultra krass. Ringe. Gib mir da Drinks. Sehr schön. Okay, 72 Ringe. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich schaffe das. Ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, ich schaffe das einfach. Immer machst du jetzt einfach. Mir doch egal. Zeitenergie. Was macht Sinn? Okay. Slow Mode. Bringt ihm jetzt was? Und was bringt es mit? Laserstrahl. Oh mein Gott, ein Laserstrahl. So böse. Und jetzt? Komm, lass mich einfach. Oh mein Gott. Oh, nein, ich habe mich leider treffen lassen. Oh nein, jetzt verlangsamt er das Ding wieder. Aber ich war so dicht dran. Hab ich genau gesehen. Das war richtig gut. Ich glaube, das ist es. Wir haben noch 120 Ringe. Noch massig Zeit. Das ist machbar. Oh, nervt mich doch. Ich mach mich nicht wahnsinnig. Die Sprachausgabe der anderen ist echt kacke hier. Die willst du nicht. Ja, komm, immer ran da, näher, ausweichen. Oh mein Gott. Ja, er hat mich natürlich erwischt. Natürlich hat er mich erwischt. Geh ran, Sonic, jetzt. Triff doch. Wieso triffst du das nicht einfach? Triff's doch einfach. Du bist... Geh doch einfach nach oben, Wollo. Das ist nicht so einfach. Wenn du hier im Turbo-Modus bist, dann... Ja, bin ausgewichen. So. Yes! Danke, Gott. Danke. Ist Ende? Yes! Oh, leck mich am Arsch, ey. War das eine Kacke. Oh, ist noch nicht vorbei. Ah. Ernsthaft? Einmal noch. Der Schuss verfolgt einen. Gut, dass wir das noch gar nicht geklärt haben. Dem Laser müsstest du eigentlich so voll easy peasy ausweichen können, oder? Ja. Geht so. Wir kommen ran. Ich glaube, das sieht nach einem Verfolgungsschuss aus. Yep. Ja, setz ihm ein Ende. Versuch's doch. Okay, hätte ich gedrückt lassen müssen. Okay. Jetzt setzen wir dem ein Ende. Alter, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr schief gehen. Boah, Glücksgefühle, ey. Ohne Ende. Na, geht. Ja, geschafft. Traumhaft. Ist noch warm. Zeitreisen. Hey.
Ich gestehe, du hast was drauf, Sonic. Was drauf? Machst du Witze? Er war total super! Er sammelt wie viele? Wow! Wo will er die ganzen Goldringe denn hinstecken? Ja, stimmt. Keine Ahnung. Ich sollte mal nachfragen. Es war toll, mit dir zu arbeiten. Vielleicht hast du ein paar Tricks für die Zukunft gelernt. Ich meine die Vergangenheit. Du weißt, was ich meine. Kumpel, super! Und du wirst nur noch besser. Hey, es geht los! Hey, Sonic! Genieß deine Zukunft! Sie wird super! Und das war es mit Sonic Generations. Jetzt können wir uns noch hier die ganzen alten Sonic-Spiele nochmal im Durchlauf angucken. Finde ich voll cool, muss ich sagen. Es gefällt mir. Und generell, ne, war ein geiles Spiel. Ziemlich begeistert. Bis auf den Schluss. Boah, die beiden letzten Bosse. Also, nee. Und dann auch noch am Stück so. Nee. Nicht so schön. Was war nicht so schön, aber ansonsten. Aber ich hab's ja schon oft gesagt, ne? Die besten Sonic-Level alle geremixed. Kannst du eigentlich nicht verkacken. Haben sie auch nicht verkackt. Gefällt mir immer noch gut. Wurde zwar auch in den Kommentaren geschrieben, dass das hier ein Scheiß-Sonic wäre, weil es zu kurz ist und es keine coole Story hat. Naja, ist ein Jump'n'Run, ne? Braucht für mich jetzt keine krasse Story. Für mich ist da wichtiger, dass das Gameplay gut ist. Bei dem gleichen Atemzug wurde Sonic 06 als das bessere Spiel genannt, weil es ja so eine coole Story hat. Aber wie gesagt, Jump'n'Run spiele ich doch nicht, weil es eine gute Story hat, sondern weil es, Top-Gameplay hat. Und da ist dieses Sonic hier super. Und wenn ich diese ganzen Spiele da sehe, kriege ich total Bock, die alten Sonics zu spielen. Also mal so ein 2D Sonic und Knuckles-Spiel oder so mal zum Let's Playen. Allerdings habe ich mal versucht, den ersten Teil zu Let's Playen. Und es war eine Katastrophe. Den ersten Teil konnte ich überhaupt nicht. Aber der ist auch bockschwer. Also vielleicht fängt man mit Sonic the Hedgehog 2 einfach mal an oder so. Aber wenn ich das hier so sehe, ne, das sind ja so die Levels, die wir in der neuen Version gespielt haben. Und das sieht auch irgendwie in alt ziemlich cool aus. Gefällt mir. Oh, Sonic Adventure. Oh. Sieht auch gut aus, wenn man das so sieht. Ah, naja. Was willst du machen? Ist aber nicht so gut. Von daher, reiß dich am Riemen, Wollo, das willst du nicht spielen. Glaube nicht, dass du dieses Spiel spielen willst. Ich glaube, das will keiner spielen. Naja, ein paar Verrückte gibt's immer, aber hey, ist okay. Ja, das war's von Sonic Generations. Ich würde sagen, tja, ich bin aktuell so ein bisschen auf dem Trip, dass ich mir denke, ey, warum sollte der fucking Abspann eigentlich bis zum Ende laufen? In Let's Plays. Das ist jetzt mal hier eine kleine Umfrage. Möchtet ihr unbedingt, dass Abspänne bis zum Ende laufen? Guckt ihr einen Abspann bei einem Let's Play? Ich nämlich nicht. Ja, ich nämlich nicht. Deswegen, ja, ist das jetzt hier eine Abstimmung. Das, was hier rauskommt, gilt dann für die Zukunft. Und ja, weiß nicht, was könnte man noch sagen hierzu? Nichts. Schön. Das ist halt auch immer so eine Sache. Es wird halt von einem erwartet, ne? Du musst jetzt das Outro komplett überlabern. Und man weiß ja nie, wie lange das geht. Und was willst du dazu noch alles sagen? Du wiederholst dich dann nur nochmal. Die ganze Scheiße, die du im Let's Play erzählt hast, wiederholst du nochmal. Und dabei fühlt man sich, also ich fühle mich dabei persönlich dann nicht so gut. Wenn ich das alles nochmal wiederhole. Und mir denke, yo, das hast du den Leuten schon mal erzählt. Die werden sich jetzt auch denken, oh, stimmt, Wollo. Hast du schon erzählt, ja.
Deswegen beende ich an dieser Stelle dieses Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Oh, ciao. Oder besser gesagt, in anderen Let's Plays. Ciao.